Jo Freunde, was geht jetzt? Willkommen zu einem neuen Operator Guide. Und zwar heute mit Rook. Rook ist ein One-Speed, 3-Arme-Operator und gehört der französischen Spezialeinheit Gegen an. Als Primärwaffen hat er einmal die MP5, die P90 und die SGCQB. Die MP5 spiele ich mit ACOG, vertikalem Griff und Kompensator. Daher ist die MP5 sehr gut auf weite Distanzen, eben durch das ACOG und durch den niedrigen Rückstoß. Also kann man mit der MP5 durchaus auch mal spawnpeaken. Das Problem an der MP5 ist jedoch, dass der Schaden pro Sekunde so niedrig ist, dass sich diese Waffe auf Nahdistanzen eher nicht eignet. Des Weiteren auch durch das ACOG. Auf der P90 spiele ich als Visier das Holo und als Lauf den verlängerten Lauf. Das bewirkt, dass die Waffe auf kleine bis mittlere Distanzen sehr viel Sinn macht. Jedoch hat die P90 so einen hohen Rückstoß, dass ich sie mit ACOG und damit auf lange Distanzen nicht empfehlen würde. Also seid euch einfach im Klaren, ob ihr spawnpeaken wollt und auf welcher Karte ihr spielt, je nachdem wie klein oder groß die Karte ist, spielt entweder die MP5 oder die P90. Die SGCQB als Schrotflinte kann ich gerade bei Rook nicht empfehlen, weil Rook Contact Nades hat und somit auch Wände aufmachen kann. Rooks Special sind Armorplatten, die an jeden Verteidiger ausgegeben werden können und dann somit jedem Verteidiger einen weiteren Rüstungspunkt bescheren. Rook ist einfach durch die 3 Rüstungspunkte und dann noch den zusätzlichen Punkt von den Platten ein richtiger Tank und Supporter für das Verteidigerteam. Jedoch ist Rook nach dem Legen seiner Westen nicht mehr zwingend nötig für das Team. Somit könnt ihr also im Prinzip machen, was ihr wollt, also entweder Onspot spielen, Spawnpicken gehen oder sogar Roamen. Jedoch solltet ihr aufpassen, dass ihr euch nicht zu weit vom Raum entfernt, einfach weil Rook sehr schwerfällig ist und somit nur sehr langsam wieder zurückkommt zum Objective. Und noch so ein kleiner Tipp für zwischendurch, legt eure Rook-Platten direkt in der Vorbereitungsphase, damit die Roamer einfach die Rook-Platten nehmen können und dann schon aus dem Raum rausgehen können. Und noch ein Tipp zum Roam, ich würde euch empfehlen, falls nur noch 3 Leute aus eurem Team übrig sind, dass ihr zum Raum zurückrotiert. Falls ihr Näheres zum Thema Roam wissen wollt, dann klickt jetzt mal oben rechts in die Infocard. Falls ihr Onspot spielen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall als Gerät den mobilen Schild empfehlen. Dann könnt ihr euch nämlich in eine Ecke campen und kleine Pixelpeaks halten. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Teamkonstellation an und in welchem Raum ihr seid. Wenn jetzt zum Beispiel schon 3 Roamer in eurem Team sind, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Onspot zu bleiben. Falls dies nicht der Fall sein sollte und ihr zum Beispiel erst 1 oder 2 Roamer habt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne roamen. Das war's dann auch schon wieder mit dem kleinen Operator Guide über Rook. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen und reingehauen. Bye bye!